Hi Friendos, das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu und da dachte ich mir, ich mache diesmal ein etwas anderes Video. Und zwar wollte ich euch mal meine Lieblingsvideos des Jahres vorstellen. Vergesst aber dabei nicht, dass es sich um eine persönliche Meinung handelt. Let's go! Beginnen möchte ich mit dem Video 40.000 Euro Gaming-PC zu gewinnen von PC-Welt. Leute, gebt euch das mal. Was ihr hier seht, ist das Gesamtpaket der Höllenmaschine 8 im Wert von über 40.000 Euro. Mein Gott! Jährlich bastelt das Team Hölle, bestehend aus Fritz und Michi, einen ultra krassen Gaming-PC. Ich verfolge ja das Projekt der Höllenmaschine schon länger, aber dieses Jahr haben sich die Jungs wirklich selber übertroffen. Der PC hatte dieses Jahr einen Gesamtwert von über 43.000 Euro. Und wie jedes Jahr konnte man den PC gewinnen. Leider hat es bei mir nicht geklappt, weswegen ich weiter auf meiner Laptop vorgeschlagen muss. Und weiter zum nächsten Video. Platz 4 meiner Liste belegt Phil Laute mit seinem Fidget Spinner Hate Zone. Trump, RTL und jetzt Fidget Spinner. Der Klimawandel sorgt dafür, dass die Welt untergeht. Doch Kids schauen lieber zu, wie sich ein Plastikkreisel dreht. Das liegt an YouTube und an Instagram. Früher gab's das nicht, wir waren besser dran. Anders als der Titel vielleicht vermuten lässt, geht es nicht darum, Fidget Spinner schlecht zu reden. Es geht vielmehr darum, zu zeigen, dass jede Generation ihre Hypes und Laster hatte. Das Ganze ist melodisch und mit viel Witz verpackt. Deswegen definitiv auf meiner Liste der Lieblingsvideos 2017. Ich muss ja wirklich gestehen, dass ich The Big Bang Theory gerne schaue bzw. geschaut habe. Malulis zeigt in seinem Video The Big Bang Theory die teuflischen Tricks der faulen Autoren, wie die Schöpfer der Serie mit immer wiederholten Running Gags und brechenden Erwartungshaltungen den Zuschauer unterhalten. Aber zurück zum Penny Gag. Mit dem gehen die Autoren nicht gerade spärlich um. Insgesamt taucht dieser Running Gag von der ersten Staffel bis inklusive der 9. Staffel 104 Mal auf. Bei 207 Folgen ist das quasi in jeder zweiten Folge. Und ja, wir haben das wirklich durchgeschaut. So geht es unserem Praktikanten jetzt. Penny, Penny, Penny. 18. 18 Mal. Allein in der dritten Staffel. Ganze 18 Mal. Penny, Penny, Penny. Dabei geht er auf viele Faktoren der Serie ein und zeigt den Leuten nochmal auf, warum diese Serie wirklich so fesselnd ist. Wie ich finde, eine sehr gelungene Analyse und ein unterhaltsames Video. Silber geht dieses Jahr an Julian Bams Video Das Geheimnis meines Erfolgs. Kapitel 1. Wie entsteht eigentlich so ein Julian Bam Video? Stell dir vor, du müsstest einen Kurzfilm drehen. Stell dir vor, du müsstest auf Anhieb die perfekte Idee schreiben, die nicht nur dir, sondern deinem ganzen Publikum gefällt. Mit einem spannenden Drehbuch, verschiedenen Darstellern, diversen Locations, Musik und Sound und ausgefallenen Kamerafahrten. Stell dir vor, du müsstest alles selbst organisieren, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Stell dir vor, du müsstest aus allen Aufnahmen die besten raussuchen und zu einem Video zusammenschneiden. Stell dir vor, unglaublich viele Menschen hätten hohe Erwartungen an dein Ergebnis. In 12 Minuten 28 gibt er einen Einblick, wie es hinter den Kulissen seines Kanals ausschaut und wie viel Arbeit in jedem seiner Videos steckt. Dabei geht er auch auf seine Crew ein, die nicht unerheblich zu seinem Erfolg beiträgt. Das geht vom Drehen der Videos übers Schneiden bis hin zu Kulissengestalten und Kostüme nähen. Julian Bam hat nun innerhalb eines Jahres 1,1 Millionen Abonnenten dazu bekommen. Dass dieser Erfolg aber nicht selbstverständlich ist, zeigt er nur zu gut in seinem Video. Und der erste Platz geht an Rezo. Und zwar mit seinem Video 50 YouTuber singen zusammen. Wie der Name schon sagt, singen er und 49 weitere YouTuber ein Medley bestehend aus 3 Liedern. Dabei sind Größen wie Marty Fischer oder Hand of Blood, aber auch kleinere YouTuber wie zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Bina Bianca.
Man merkt, wie gerührt er am Ende des Videos ist und er bedankt sich nochmal herzlich bei seiner Community. Für dieses herzergreifende und ultra aufwendige Video gibt es verdient den ersten Platz. Das waren meine Top 5 meiner Lieblingsvideos aus 2017. Nun seid ihr gefragt. Habe ich womöglich Videos auf meiner Liste vergessen? Oder was ist eure persönliche Top 5? Schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben und lasst vielleicht auch noch ein Abo da. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao!